You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer Ausgabe von Mudrunner. Wir sind zurück und letztes Mal haben wir die Valley Map oder das Tal abgeschlossen und wir haben am Ende auch noch mal ein bisschen zu kämpfen gehabt. Es lief ja sonst relativ reibungslos und wir machen heute weiter mit der nächsten Map. Wir haben nämlich noch zwei Maps übrig im Spiel und das ist einmal Bergab sowie Überschwemmung. Wir machen heute weiter mit Bergab, das nächste Map, die wir angehen und ja, wir haben auch ein paar Fahrzeuge jetzt mehr drin. Ich habe mir noch einen MAN reingeholt, den werden wir heute mal als Truck nutzen. Ist so ein bisschen wie der Actros, aber hat eine Achse weniger. Und wir haben letztes Mal mit dem alten Truck gemerkt, das kann schon einen Unterschied machen. Dementsprechend hoffe ich, dass der deswegen nicht so OP ist. Deswegen nehmen wir heute einen Actros. Das ist geil. Ich habe auch einen Volvo reingepackt, einen alten. Den muss man aber echt erst freischalten. Was zum Geier. Das ist, ich wusste gar nicht, dass Modder das einstellen könnte. Das ist natürlich geil. Wir müssen also, können den erst frischstellen nach der Map fahren. Wir fahren aber auf jeden Fall einmal MAN. Das machen wir. Wir fahren mal in Weiß, also in Rot finde ich halt, ist schon sehr cool, aber in dem Verhältnis, wo wir im Spiel spielen, ist das vielleicht ein bisschen sehr viel Farbe. So, deswegen nehmen wir einen MAN und ich habe mir, wo ist er denn, genau, den Hammer noch reingeholt, einen Hammer H1, den werden wir nämlich heute auffahren. Das Gute ist, es ist auch wieder einer, der zurückgerufen werden kann, also eigentlich hat er die Funktion, die diese Jeeps haben sollten und der sollte uns eigentlich, denke ich mal, ganz gut helfen. Nebenbei die Dinger immer noch nicht frei, ne? Hier. Die darf ich immer noch nicht fahren. Obwohl wir den ja schon letztes Mal auf der Map gefahren sind. Aber wir fahren den Hammer in. Komm, machen wir mal hier dieses Humvee-Grau. Das finde ich ganz gut. Okay, damit sind wir, was Spielbalance angeht, sogar relativ gut ausgestattet. Wir haben noch einen Stern sogar übrig. Normal nutzen wir die voll aus, aber das tun wir diesmal nicht. Und ja, wir müssen auf jeden Fall Holz liefern. Wir sehen ja. Warte mal, wo haben wir denn? Wir haben hier unser Startpunkt. Ach, das Backup auch wieder so eine mit. Ja, jetzt habe ich wieder umgestellt, sorry, mein Fehler. Mit keiner Werkstelle am Anfang, weil es wirkt so. Das sehen wir ja gleich, weil wir haben nämlich hier unseren Startpunkt, da haben wir eine Holzstation, da haben wir eine Holzstation und hier haben wir Sägewerk, okay. Ich bin sehr gespannt, weil es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es sehr, sehr bergig sein wird. Es wird nicht bergab heißen, wir werden höchstwahrscheinlich starke Hänge haben. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht so lange, ich habe Bock drauf, deswegen gehen wir mal in ein neues Gelegenheitsspiel. Und ja, schauen uns mal die neue Karte an, die uns jetzt erwartet. Ja, starten wir an der Werkstatt? Wir starten an der Werkstatt. Okay, das ist natürlich praktisch. Natürlich, ersten Folgen sind natürlich immer wie Beobachtungsfolgen, werden also mit dem Hammer uns ein bisschen rumfahren. Boah, der Hammer sieht ja grafisch echt fett aus. Also selbst, okay, der MAN auch, guck's mal an, Alter. Sieht schick aus. Wie gesagt, der Hammer gefällt mir echt krass gut. Warte, wir gehen mal zum Hammer. Alter. Das Model gefällt mir gut, allein die Reifen sind ja saumäßig hoch aufgelöst. Sehr schick, aber jetzt gleich ein Comic-Style hat. So, wir gucken uns mal ein bisschen auf der Karte um. Hier unten haben wir erstmal das erste Sägewerk. Ein Fahrzeug haben wir auch, das können wir gleich direkt mal freischalten. Wir haben wieder Block. Alter, wie viele Blockstellen haben wir? Eine? Ach, so groß ist die Map gar nicht. Die wirkt immer auf den Vorschaubildern so riesig. So, warte, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben auf jeden Fall zwei Blockstellen. Es kann sein, dass hier drüben noch irgendwo eine ist. Müssen wir mal gucken. Das ist auf jeden Fall schon mal kritisch, weil dadurch bleibt diese ganze Straße hier schon mal zu, wenn du Holz hast. Also die ganze Straße können wir schon mal knicken. Höchstwahrscheinlich wird es mit der so genauso laufen. Also wird das Sägewerk von hier befahren werden. Das ist die Sache. Deswegen müssen wir die Beobachtungspunkte auf jeden Fall schon mal frei haben. Das Gute ist, wir können einmal Holz hier holen. Das können wir dann schon mal hier hinbringen. Ich weiß nicht, wie viel der MAN laden kann. Das werden wir herausfinden. Dementsprechend. Und dann haben wir noch Holz hier. Und wir haben ein Sägewerk. Wo ist denn das andere? Hier. Boah, das Sägewerk kannst du doch so befahren, oder? Ich sehe jetzt noch nicht die Schwierigkeit, weil die Sache ist nämlich, hier haben wir noch zwei Trucks, die will ich freischalten, die Werkstatt wollen wir auch freischalten, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber das geht ja höchstwahrscheinlich alles mit dem Humvee auch. Aber wenn hier oben keine Sperre ist, ist das Ding hier schnell befahren. Weil, da ist ja kein, also das ist ja kein Abstand. Müssen wir mal gucken, wie gesagt, da kann sein, dass eine Sperre dazwischen ist, müssen wir mal gucken, die werden wir erst sehen noch. Weil sonst ist das Sägewerk hier auch am besten mit der Holzstation zu befahren. Aber wir werden trotzdem einmal hier Holz holen. Allein um es ein bisschen schwieriger zu machen, weil sonst wäre es so einfach. Weil wie gesagt, sonst könnte man ja mit der Holzstation die beiden Sägewerke beliefern. Weil die ja relativ reichnah sind. Na gut, wir schauen jetzt erstmal. Wir werden erstmal rechts rumfahren, uns diesen Truck hier holen. Und dann fahren wir hier in die Straße rein. Hier. Wollen wir eh, ne? Hier rechts. Und dann fahren wir darüber, weil da ist ein Beobachtungspunkt. Würde ich mal sagen, das machen wir. Aber erstmal starten wir den mal aus. Was können wir denn noch machen? Wir können ein... Hallo Maus, danke. Ein Roofpack drauf machen, das machen wir mal. Was ist das denn anderen? Ah, da haben wir Kraftstoff, hier haben wir Reparaturpunkte. Was ist denn wichtiger? Boah, 400 Liter ist halt schon eine Nummer, ne? Und ein Werkstattpunkt. Ne, das ist besser, wir nehmen den mit, dann haben wir einen Werkstattpunkt. Weil einen Werkstattpunkt nehmen wir eher mit. Eieiei, Alter, sieht das aus. Weil dann können wir die Werkstatt nämlich schon mal halbwegs mal freischalten. Wie viel haben wir überhaupt? Wir haben nur eine Werkstatt, oder? Ich glaube, wir haben nur eine Werkstatt hier oben. Das ist die einzige, die befahren werden muss.
Okay, also Werkstätten haben wir nicht so viele. Gut, dann können wir noch Ersatzreifen theoretisch mitnehmen. Gibt höher als 20 Reparaturpunkte, nehmen wir mal mit. Oh, einen Werkstattwagen wäre natürlich auch. Warte, wie viele Werkstattpunkte brauchen wir nochmal? 4. Das mache ich das mit dem Werkstattsache mit dem Truck, weil die Sache ist nämlich mit dem Truck, werden wir hier durchkommen, weil das wird nur gesperrt sein, höchstwahrscheinlich, wenn wir Holz drauf haben, oder? Warte mal, ich wechsle mal kurz auf den MAN, warte mal. Das ist jetzt immer noch offen. Ja, wenn ich jetzt, warte mal, wir packen mal hier Werkstatt dran. Wir müssten da theoretisch einen Werkstattanhänger haben. Haben wir. Da nichts. Ach krass, man kann doch vorne ein paar Sachen dranballern. So, jetzt können wir, nee, das. 1200 Reparaturpunkte, Junge. Rufmarkers. Hast du auch irgendwas? Ah, okay, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, kannst du auch irgendwie Holz bitte mitnehmen, sonst haben wir ein Problem. Okay, nee, da kann gar kein... Doch, 4 Werkstattpunkte, okay. Der kann Werkstattpunkte mitnehmen, sehr gut. Dann werden wir nämlich die Werkstatt freischalten. Ja, ist auch nicht gesperrt. Seht ihr, die Werkstatt ist mir nur offen. Heißt, wir werden mit dem Scania, mit dem MAN die Werkstatt freischalten. Das ist nämlich kein Thema, weil nichts gesperrt ist. Die Route ist auch relativ einfach. Heißt, die Werkstatt werden wir mit dem MAN fertig machen. Okay, gut, haben wir das Thema schon mal geklärt, das ist ja easy. Haben wir die Wesen schon mal frei und da können wir uns da oben ein bisschen ausrüsten. Okay, gut, haben wir das. Dann brauche ich nämlich den Werkstattwagen nicht hier dran packen, weil es sehr unnötig rumgeschleppe. Warte, brauchen wir die Werkstattpunkte eigentlich rein gar nicht, ne? Warte, hier bringen Werkstattpunkte und 4 Liter Kapazität. 50 Liter Kapazität und 300 Reparaturpunkte. Ich nehme mal die hier mit. Ich nehme mal das hier mit. Das wirkt für mich sinnvoller. So, aber wir haben Reparaturpunkte hinten noch im Heck drauf, dementsprechend. So, gut, wir fahren jetzt mal rechts rum, weil wir müssen einmal den Truck da freischalten. So, Diff-Allrad haben wir, sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was der Hammer so drauf hat. Ich bin mal sehr gespannt. Der dürfte nicht so sehr zu kämpfen haben. Damals ja sehr beliebtes Fahrzeug des US-Militärs. Verständlicherweise. Und dann sind sie irgendwann pleite gegangen, weil sie normale Autos bauen wollten. Also normale SUVs für die Stadt. Ach krass, hier ist ein Auto. Geil. Hier steht ein Auto. Ist geil, ich habe gestern auch irgendwas Vernünftiges. ich meine irgendwas, was ich benutzen kann offroad. Gut, wir fahren jetzt mal hier rein. Und dann gucken wir mal. Der zieht aber gut an. Und Abgas, Junge. Dieselskandal kann uns mal. Wir fahren Hammer. Ah, da gibt's keinen Dieselskandal. So. Die Blockstelle ist auf jeden Fall noch. Wow, wow, wow! Alter, was ist das denn für ein Schlammloch aus dem Nichts? Aber wir fahren Hammer. Warum habe ich überhaupt Angst? Hoffe ich, dass ich keine Angst haben muss. Hammer, bitte mach keine Scheiße. Ja, noch kein. Aber Alter, ist das tief! Junge, der Hammer ist gerade einfach bis zur Windschutzscheibe eingetaucht. Und wenn man dann vor einem Hammer H1 gestanden hat, weiß, das ist jetzt kein kleines Auto. Was wäre denn mit dem anderen, den wir jetzt gerade freigeschaltet haben, Alter, das Auto weg gewesen? Geht den Ausbau, bist. Junge. Aber, das Gute ist, wie gesagt, der Hammer, der kämpft sich immer richtig entspannt durch. Der macht das echt relativ locker. Das ist schon mal ganz geil. Rücklichter gehen nicht, gut zu wissen. Also ich habe gerade mal Scheinwerfer angeschaltet, wie ihr seht, aber hinten leuchtet nichts. Naja. Okay, der Hammer ist ja... Ich weiß nicht, ob der Raptor schon OP war, aber der Hammer macht das irgendwie noch leichter hier. So, wir müssen irgendwie links. Wir fahren mal hier durch. Oh, ei, ei, ei. Aber das heißt hier Backup, die Karte, ne? Okay, wir haben schon mal ein paar Höhenunterschiede. Ich bin mal gespannt, ob wir noch auf Dauer welche mehr entdecken. Ich glaube, das wird auch das Hauptthema mit dem Truck werden, weil der Höhenunterschied meistern muss. Oh, jetzt eine schöne Brücke. Boah. Schön drüber, sehr gut. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Müssen wir hier links rein? Ja, ich glaube, hier links rein macht Sinn für den Beobachtungspunkt. Fahren wir mal kurz ein bisschen übers Feld. Dann sollte man nämlich den ersten schon finden irgendwo. Er hat so ein bisschen hier gerade was von so einem Känguru. Hey, yay. Also das Fahrwerk ist sehr interessant. Der Wagen hüpft wie bekloppt. Krieg es mal an, hier so eine Seitenlinie. Hoppala. Jetzt wäre die Heidi-Melodie unglaublich gut. Die würde das super untermalen und auf jeden Fall szenerietechnisch super gut hinpassen. So. Ah, das ist wirklich ein ganz schön großes Feld, über das wir hier gefahren sind. Okay, hier vorne geht es wirklich bergab, ne? Ja, da geht es auch wirklich bergab. Ihr seht es ja vor uns. Geht's in den Hang runter? Kommen wir da durch? Das ist keine Frage. Nein, die Frage ist, wie kommen wir da durch? Nicht, ob wir da durchkommen. Wir kommen da durch. Ich hoffe es mal. Ich werde es einfach mal probieren. Du wolltest es ja nicht immer zu einfach machen, ne? Dementsprechend fahren wir mal quer durch den Wald. Die kleinen Dinger müsste ich eigentlich umholzen können. Sehr gut. Ja, die kann nicht mehr so leicht. Die hat der Raptor einfach umgekickt. Aber na gut, vor so einem Raptor hätte ich auch... Oh, ist eine Felswand. Oh Gott, oh Gott.
Ah, ist das eine gute Idee, was ich hier mache? Haha! Nee. Machen wir. Ja, komm, scheiße. Wir kriegen das hin. Ich bin bekannter Offroad-Fahrer, Hillclimber und alles in einem. Oh Gott, block hier. Nicht voll durchrutschen. Oh, der kann auch hier noch rückwärts fahren. Ich muss nämlich eigentlich darüber, weil wir fahren nämlich voll auf eine Felswand zu. Ha! Oh Gott, nicht aufs Dach legen, nicht aufs. Ah, nein! Es ist ein Hammer, ich wollte sagen, nichts hält einen Hammer auf. So, jetzt bin ich nur mit der Winde versuchen, mich hier irgendwie aus der Scheiße zu holen. Ha! Nichts hält einen Hammer auf. Ich wollte gerade. Ganz schön, wenn wir jetzt hier liegen geblieben, hätte ich die Map neu gestartet, weil den da zu retten, da sind wir mal ehrlich, mit was denn bitte? Nichts hält einen Hammer auf. Unaufhaltsam. Nicht wieder zurückkippen. Ich hab dich gerade gelobt. Nein, nicht kippen. Komm. Der hängt auf so einem fucking Stein fest. Ein Scherz, oder? Wir graben uns gerade wieder mal schön ein. Ach, komm schon. Der Stein ist kacke. Ich flieg aber am Stein vorbei. Jetzt kannst du den Stein nicht mehr als ausreden. Ja, wir hängen immer noch am Stein. Ja, aber wie viele Steine sind denn hier an so einem Hang? Hammer, jetzt mach keine Scheiße hier. Ich hab vorher doch gelobt. Ja, Hammer! Handbremse! Warum? Genau, weil ich nämlich jetzt eine Winde anpacke, damit du das Ding irgendwie wieder hier rauskriegst, aus der Kacke, die ich gerade reingefahren habe. Und Baby, komm schon! Yes, sir, Hammer! Junge, das ist ja der Hammer! Okay, sehr. So. Gucken wir, dass wir hier irgendwie vernünftig wenden. Weil wir kommen da. Willkommen darunter. Das ist nicht das Thema. Ich muss nur erstmal irgendwie wieder in eine Lage kommen, ohne die Karre aufs Dach zu legen. Oh, ich habe gerade einen Baum umgekippt. Entschuldigung. Sieht der First sicher nicht so gerne. So, guck mal. Ach du Fuck, das geht ja noch schneller runter als davor. Bitte, bitte, das geht. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Immer mal wieder die Bremse lösen, dann geht das. Guck mal, Hammer, Junge, der Hammer. Das ist ja der Hammer ist das. Schön. Der Witz wird nicht alt, den werde ich die ganzen Folgen benutzen. Ha, ohne Schaden. Was ein Tier, Junge. Das Schöne ist, hier sehen wir ja auch die Route, die wir jetzt haben. Das ist wirklich, hier ist ja das Berg abgefahren. Hier haben wir eine richtige schöne Serpentinenstraße. Richtig, richtig geil. Dementsprechend, ja, ich hatte mir gedacht, oh ja, jetzt fliegst du einfach mal kurz darüber, aber ja, ihr seht ja das Straßenstück. Hier ist auch eine Straße, müssen wir gleich mal gucken, wo die lang geht. Wir haben ja hier gleich wieder einen Beobachtungspunkt. Aber wir fahren gerade eine schöne Serpentinenstraße runter. Ich hätte jetzt gerne, sehr gerne schöne Tokyo Drift Musik und an Eric 7, den ich hier vergewaltigt. Nein. Das war schön hier. Das war wirklich, also vom Höhenunterschied, hei. Nein. Ach, Gottes Namen. Ja, schön! War nicht absichtlich! Aber. Was heißt ein Stuntfahrer? Überschlagen Sie sich unkontrolliert 5-mal oder? Mal kurz gucken, was die Scheiße heißt. Stuntfahrer. Führer an Schnell draußen, setzt die gerade Rolle übers Dach aus. Ja, führe aus! Oder lass ausführen! Alter, nein! Ach, kacke jetzt! Ich war voll irritiert, weil wir plötzlich Schaden bekommen haben! Das ist jetzt echt ungünstig. Wo stehen wir jetzt hier so? Ja, das ist jetzt ein bisschen kacke, ne? Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Oh Mann, ey. Wir können mit dem Truck. Ja, mit dem Truck komme ich hier hin? Ja, mit dem Truck kommen wir schon hier hin, aber ohne Holzladung halt. Ich würde den Truck schon gerne mit Holzladung fahren. Wir können mit dem Wäscheanhänger hier lang ballern, aber ich weiß auch nicht, ob ich. Ich werde jetzt noch nicht neu starten. Das ziehen wir jetzt durch. Das ist mir jetzt egal. Wir haben es jetzt verkackt. Warte. Warte mal. Du könntest mein Helfer in Not werden. Komm, Kleiner. Ich habe, weil ich so ein kleines Auto sehe, habe ich irgendwie die Crazy Frog Melodie direkt im Kopf. Ah, du bist nicht mein Helfer in Not. Nein, du bist eher das Auto in Not. Ach du Kacke.
Wie soll ich denn jemals durch den Schlamm da bringen? Ich fahre das Ding direkt sicher fest. Ich sehe schon kommen. Ich müsste eher auf der Wiese fahren, ne? Eher mal auf der Wiese fahren, damit wir hier sich festfahren, weil die Wiese ist fest. Ja, schön außenrum hier, ganz entspannt. Lalala. Ich, da kann uns hier keiner mal was. So. Du musst dich nur bis zu wissen, wie. Dementsprechend. Wahrscheinlich festfahren. Komm. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mit dem Ding Hammer umkippen möchte, aber der Gedanke zählt. Wir kriegen das irgendwie hin, keine Sorge. Oh ja, die Steine sind schon so hoch, dass wir da drauf aufsitzen. Na, komm ich hier hoch? Das ist jetzt extrem schlecht, weil wir sind unter der Schranke hängen. Hallo, nicht festfahren, ich brauche dich jetzt wirklich, komm. Du kannst der kleine Superheld dieser Folge werden. Du könntest der Superstar dieser Folge werden, denk dran. Mehr zu Allradantrieb und Diff wäre das schon extrem hilfreich. Wir kommen auf Idee hier. Die Zäune schweben aber schön in der Luft. Ah ja, da hat mir jemand bei der Map-Entwicklung ganz genau drauf geachtet, was er macht. Komm, ja, du kannst der kleine Star werden, komm schon. Mach nur jetzt kein. Alter, jetzt mach keine Scheiße, jetzt komm jetzt. Oh Mann, ey. Alter, ich krieg gleich das Rasten mit dem Teil hier. Voll am Gas. Oh Mann, ey. Ich will doch nur diesen Hammer retten. Ich will das jetzt nicht neu starten, aber ich dachte, das wäre eine kluge Idee, das Ding da einfach mal. Das ist krass, ich wusste nicht, was ich damit aufs Dach fliegen kann. Okay, das hat sich erledigt, den kannst du knicken. Der kommt nirgendwo hin. Also, den komme ich niemals andersweise in diese Richtung. Obwohl, theoretisch kann ich es mit... Warte, wir probieren es mit dem MAN, weil... wir können hier lang fahren. Hier gibt es noch eine kürzere Route. Da fahren wir lang. Ja, wir werden es mit dem MAN probieren. Scheiß drauf. Dann haben wir noch nichts dran. Wo machen wir dann Werkstattsachen dran oder lassen wir das? Ich kann auch noch mal zurückfahren mit dem MAN. Ja. Beim sinnvollsten... Ja, wir lassen nochmal alles weg. Warte mal, komm mal weg hier. Warte. Tschüss. So, jetzt mal kurz gucken, was können wir dran machen. Wir machen Markers dran. Machen wir auch dran. So, alles dran. So, alles dran, Junge. So, Kollege, wir müssen da mal kurz einen Hammer aus der Not retten. Fängt die Scheiße schon wieder an. Na gut, dann wollen wir mal. Sag, fahren wir mit dem dann zurück und dann holen wir dann den Werkstattanhänger. Kein Thema. Ich alles mit meinem Alter, ist er zügig. Junge, der geht aber richtig ab. Aber krass, wie das Führer auskommt, wie das schön sich bewegt. Alter, oh, animationstechnisch ist es ja ganz großes Kino. Das gefällt dem Herrn Lukas sehr, sehr gut. Ja, der holt ihn aber da raus, sag ich dir, Alter. Der holt da auch gleich die Erde aus der Erde. Ja, der zieht ja alles. Der dreht ja einmal komplett den Platz um. Ja, ist ungefähr so Aktros-Niveau, der Teil. Das ist ungefähr Aktros-Niveau. Ist mir aber egal. Man muss sagen, hier ist der gerade noch nicht wirklich schlammig. Okay, nicht schlammig ist gut, aber... Okay, ich nehm's zurück. Fahr dich jetzt nicht fest. Ja, danke, dass ich zu schnell eingeladen wurde. Nee, nur mal kurz so Fun-Fact nebenher, das werden die Leute hier in dem Video niemals mitbekommen. Ihr braucht mir bei Xbox keine Einladung und keine... Ihr könnt mich als Freund hinzufügen, ja, aber wie gesagt, ich drück euch nicht als Freund hinzu. Ihr braucht mir keine Chat-Einladung schicken. Nicht böse gemeint, aber ich habe keine Zeit, mit jedem von euch Smalltalk zu führen. So gerne ich das wirklich machen würde, ist das halt echt zeitlich nicht drin und, ja. Alter, wo meine eine Hinterachse hängt, ist jetzt nicht ganz vernünftig. Oh Gott. Ich glaube, ich bin richtig scheiße abgebogen. Das war eine ganz dumme Idee, hier reinzufahren. Was hat mich überhaupt dazu getrieben, in dieses Loch reinzufahren? Scheiße, raus hier. Ich glaube, wir starten die Map bald neu, weil jetzt habe ich gleich alles festgefahren, was blinkt. Scheiße. Aber ich habe keinen Anhaltepunkt, oder? Ach krass, ich kann mich... Ah ja, also ein Baumstamm. Super. Ach krass, der ist echt fest. Okay. Weil der Baum liegt da so. Ich meine halt, wieso wird der nicht von meiner Winde angezogen?
Au, das klingt nicht gut wie die Bäume. So, gut, haben wir geschafft. Boah, das war schon eine interessante erste Folge hier mit der Map, Alter. Junge, jetzt komm ruhig den Schlamm durch. Aber jetzt mal kein Scheiß, der Baum lag hier. Deswegen habe ich gedacht, warum da überhaupt eine Winde anbringen, weil... Naja, es ist ein liegender Baum. Den werden wir höchstwahrscheinlich schneller zu uns gezogen haben, als der LKW zum liegenden Baum kommt. Oh, Vollgas. Durch Wasser sollten wir nicht langsam fahren. Okay, das war auch kein tiefes Wasser. Das hat eher auf den Schoß geknallt gerade. Oh, Vollgas. Ja, aber es zickt manchmal auch. Und die Map ist schon relativ sehr schlammig. Und also die Backup-Map ist schon echt bisher ganz schön böse. Nicht wegen Höhenunterschieden, sondern eher, weil sie immer schlammig wird wie Sau. Ah, na gut. So, das Stück kennen wir hier noch gar nicht, weil wir sind ja gar nicht lang gefahren, weil wir meinen, hier haben wir unbedingt den Berg runterzuwerfen. Hallo, nicht festfahren. Ja, wir werden mit dir noch Spaß haben, wenn du einen Hänger dran hast, habe ich das Gefühl. Boah, jetzt sieht's von hier oben, sieht das aber auch nochmal ein bisschen krasser aus, ne? Von hier oben sieht das ja nochmal ein bisschen krasser aus, wenn du jetzt hier runterfährst. Mit viel zu viel Tempo. Ah, oh fuck, 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 fuck. Gut, dass wir nochmal zurück zur Werkstatt wollen. Ah, die Steine auf dem Weg sind ja richtig übel. Ja, okay, das sind auch nicht mal... Ich habe gedacht, ja, die sind nicht so groß, aber wir haben uns im Hammer ja schon Schaden reingezogen. Scheiße. Warte mal kurz. Wie gesagt, wir bringen das Ding eh nochmal zur Werkstatt zurück, weil ich ihn ja noch ausstatten muss. Dann können wir ihn nochmal heile machen. Alter, ey. Okay, die Map wird mir nochmal einiges abverlangen, merke ich. Also die wird mich richtig böse bumsen. Das machst du nämlich im Moment schon, ey. So, also mal kurz gucken, über die Felsen sollte ich nicht so schnell drüber. Der Hammer hat sich deswegen nicht ausgehebelt. Der muss jetzt irgendwo... Da unten liegt er doch. Ich bin mal hier vorsichtig drüber und dann setze ich da unten gleich zurück. Eie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 i. Ich bin aber echt böse Stein. Alter! Ich bin da jetzt noch nicht mal mehr schnell drüber gefahren. Das Gute, der liegt an der Stelle, wo wir mit MRN gut zurücksetzen können. Ah, so. Gut. Handbremse. Und dann bringen wir mal die Winde an. Oh Gott, nicht runterfallen. Oh, oh, der MRN macht gleich einen Abgang. Ich Pech hab. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich jetzt? Erstmal die Winde lösen. Erstmal den MRN-Truck allein hier aus der Scheiße holen. Oh, fuck, 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 fuck. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Mach jetzt nicht auch noch einen Abgang. Alter, was ist denn hier los? Diese Karte nimmt mich voll auseinander. Ich bin vor den anderen so Luxus... Boah. Der hat aber auch immer so leichten Kipppunkt, ne, nach einer Zeit, ne? So, wir müssen jetzt mal hier seitlich dran, damit wir den auf die Reifen ziehen, weil so ziehen wir den nur hinter uns her und das bringt uns nicht so viel, weil es einfach nur Gewicht ist, was wir hinten dran haben, was uns auch in den Abgrund zieht, wie wir ja gerade gesehen haben. So, einmal in die Richtung. Wir müssen ja eh wieder in die Richtung weg, also alles gut. Wir müssen ja erstmal nur auf vier Reifen kippen. Das hier ist erstmal das Wichtigste. So, genau, das ist der richtige Punkt. Ja, 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 da haben wir ihn gleich, da haben wir ihn gleich, da steht er gleich wieder. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie wir den Hammer erstmal retten, weil das ist nämlich gerade das Wichtigste. So, da haben wir unseren Hammer wieder. Mein Gott, was nackt, Alter. Boah. Sehr gut. Hallo, bleibst du bitte stehen? Hallo, die Handbremse ist angezogen. Danke. So. Dann haben wir den Hammer jetzt schon wieder zurück. Das ist schon mal ganz gut. Den MRN packe ich mal. Oh. Der ist gerade voll eingesunken hier. Nein! Oh, Alter, was ist das denn hier alles so kacke schlammig? Nein, wir fahren uns hier nicht fest. Oh. Alter, jetzt mal kein Scheiß, ist diese Karte denn so, die besteht ja fast dreiviertel... Aha, goddammit, Alter! So, ziehen wir mit dem Hammer kurz den MRN raus, das wird jetzt ein Katz-Maus-Spiel, merke ich schon. Gucken, dass wir hier nicht weg... Ah, wie dreh ich... Ja, wir fahren einfach rückwärts, ich dreh jetzt hier nicht, das mache ich nicht. Dürfte fast schon reichen eigentlich.
Hoffe ich zumindest mal. Ja. Alter, der sackt halt jedes Mal mit der Hinterachse da ein, weil er hier so am Hang hängt gerade. Scheiße. Ja, der kommt hier oben nicht über die Kante drüber. Was eine Kacke, Alter. Da komm, fahr mal ein bisschen zurück. Ich versuche jetzt hier vorne mich aus dem Hang rauszufahren. Weil hier unten haben wir. Ja, hier haben wir nämlich Grip. Das Gute. Ich möchte den Hammer mal schnell wegfahren, weil der nämlich jetzt gerade ein bisschen im Weg steht. So, jetzt kriegen wir das Baby hoffentlich rausgeholt. Ja, jetzt fährt er wieder. Jetzt haben wir ihn wieder. Alles gut. So, aber den lassen wir jetzt erstmal noch hier stehen. Weil wir werden jetzt in der kommenden Folge erstmal mit dem Hammer die weiteren Beobachtungspunkte abfahren. Das ist zumindest das Ziel, die Beobachtungspunkte mit dem Hammer weiter abfahren. Damit wir die Karte soweit aufgedeckt haben. Und dann fahren wir mit dem MAN nochmal zurück zur Werkstatt. Weil wir müssen erstmal reparieren, weil ich die Karre kaputt gefahren habe. Und weil wir natürlich auch Werkstattanhänger brauchen, dann schalten wir die Werkstatt frei mit dem Ding. Dann bauen wir da oben auf Holz um, holen Holz und pipapo. Das ist alles soweit der Plan. Zumindest haben wir nicht so viele Beobachtungspunkte. Wir haben 1, 2, 3, 4 haben wir noch. Die müssen abgefahren werden, das machen wir nächstes Mal mit dem Hammer. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, auch wenn es extremes Chaos war, dann lasst doch gerne Daumen oben, da würde ich mich sehr drauf freuen. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Let's Play Mudrunner wieder. Bis dann. Tschüss.